Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Survivor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht weiter, meine Lieben. Schön wäre es, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr am Ende einfach an den Daumen nach oben denken würdet und gerne einen netten Kommentar schreibt oder eben den Storyverlauf ein bisschen weiterspinnt, eure eigenen Ideen mit einbringt. Schreibt es einfach in die Kommentare, vielleicht findet ihr sogar das ein oder andere dann wieder. Wir schauen einfach mal. Jedenfalls... Ja, es ist ein neuer Tag. Wir haben viel zu tun. Der Onno. Moin. Ist, moin, Onno. Schön, hallo, dass du auch da bist, Mensch. Ja, war ein paar Tage weg in der Heimat. Ja, sehr gut, sehr gut. Oh, guck mal hier, der Herr Schafmeister ist auch da. Mit dem habe ich nämlich einen kleinen Deal gemacht. Und zwar, der wird uns die Miese wehen. Es gibt, gibt ganz schön viele neue Ereignisse. Hallo. Hallo, guten Morgen. Hallo, Erwin. Guck mal, es geht um diese Wiese da hinten. Ja. Hier, wo die Kühe sind, da hinten. Ja. Na, die Wiese müsste gemäht werden. Einmal komplett. Alles klar, machen wir. Und die Ballen halt, wenn es geht. Vielleicht mit dem Onno zusammen gleich die Ballen einsammeln. Ja, klar. Ja. Unterstützt du... hin und Action. Genau. Unterstützt du den Erwin? Ich würde, gerne. Ich würde jetzt hier noch den Kalkstreuer voll machen. Dann muss noch gekalkt werden auf dem Feld 9, das kann ich eben gleich machen und muss aber nebenbei auf jeden Fall den Eduard mal anrufen. Wir haben nämlich echt ein Problem. Ich habe die Felder soweit fertig bestellt, aber siehst du die ganzen schönen... Ja, Unkraut. Ja, die ganzen schönen blühenden Pflanzen dort. Ich glaube, das ist nicht so praktisch für die Ernte. Da haben wir nämlich eine ganze Menge Unkraut drauf. Das müssen wir auf jeden Fall wegbringen. Ich schaue mal... Schäbe, ja? Ich habe noch mal eine Frage und zwar, ich möchte gerne investieren. Oh, Sie möchten investieren, ja. Ja, und ich habe gehört, dass Sie eine Quelle suchen, wo Sie Geld mit verdienen können. Herr Schafmeister, ich bin ganz Ohr. Gut, und zwar, das muss ich zwar noch mit dem Bürgermeister absprechen, aber ich würde gerne eine Pelletiermaschine, Fabrik aufbauen. Ja, okay. Und aus dem Grund, weil ich mit meinen Sachen, mit, sagen wir mal, Stroh, Heu, nicht weiß, wo ich mit hin soll. Ja, so. Verstehe ich. So, und aber ich sag mal, um die wirklich zum Laufen ist es auch wiederum zu wenig. Verstehe. Ja? Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie vielleicht Interesse hätten, mir da Material dann zu liefern. Und ich sage mal, kommt dran, wie, da, wie viel Material Sie liefern, dann so halt prozentmäßig das dann abrechnen könnten. Herr Schafmeister, das ist auf jeden Fall, das ist eine Sache. Ich sag mal, Herr Schafmeister, Mensch, wir sind ja beim Du gewesen, ne, Erwin? Ja. Ja, das ist eine Sache, die könnte man auf jeden Fall, da wäre ich auf jeden Fall offen dafür, weil ich brauche im Endeffekt, ich habe jetzt beide Felder so angelegt, dass ich Stroh auch rausbekomme. Mhm. Habe allerdings noch eine neue Feldfläche dazu bekommen. Und zwar, deswegen muss diese Wiese auch nochmal gemäht werden, denn die Wiese wird mir leider weggenommen. Da soll ein Solarpark errichtet werden. Dafür habe ich aber eine andere Wiese und noch ein zusätzliches Feld bekommen. Okay. Und ich brauche ein bisschen Stroh für meine Kühe hier zum Einstreuen. Aber ansonsten im Großen und Ganzen wäre ich für das Stroh, was ich hier habe, für das Mischfutter noch ein bisschen. Aber für alles werde ich keine Verwendung haben. Okay, ja gut. Ich müsste das erst noch mit dem Bürgermeister absprechen, ob das überhaupt genehmigt wird und so weiter. Aber ich wollte schon mal so rumfragen, wer Interesse hat. Ne? Dass ich dann halt dem Bürgermeister sagen könnte, hier, passen Sie auf. Der hat Interesse mit mir das zusammen zu machen oder mit dran teilzuhaben und so weiter, dass wir das dann genehmigt kriegen und so weiter und so fort. Perfekt, super, dann machen wir das so. Ja, ich würde auf jeden Fall dann nochmal auf Sie zukommen, wenn das soweit genehmigt ist und dann können wir da nochmal über die Details genau reden. Definitiv, Erwin, definitiv, das machen wir so. Behalte ich im Hinterkopf. Alles klar, gut. Dann super, danke dir. An, ne? No? Dann, starten wir mal die Arbeit, Jungs, wa? Jo. Jo. Auf geht's. Ich habe nämlich auch noch den Futtermischwagen hier vom Bosbach. Den muss ich auf jeden Fall heute wieder zurückbringen. Deswegen, ich habe schon mal ein bisschen Mischfutter gemacht und alles. Unsere Silage ist auch fertig gegärt. Aber ja, da muss auf jeden Fall noch, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen. Ja. Du kannst ja mal schauen, die Ballen, die hinten noch auf der Wiese liegen, das sollten ja Heuballen sein. Die brauchen wir auf jeden Fall hier am Hof. Ja. Ja, die hol ich. Genau, also nicht in die Lager. Gut, ich mache mal den Kalk ready, ne? Alles klar. Und ruf mal bei Eduard an hier. So. Okay, aber jetzt laden wir es mal. Dass hier kein, wir hier keinen Fehler machen, weil das ist alles ein bisschen eng, wo das hier zugeht. Und deswegen lieber Obacht und schön vorsichtig. So.
Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich noch machen wollte. Ich wollte, oh ja, eindeutig ein Gewicht anhängen. Das ist dann doch ein bisschen viel in der Schaufel. Oder die weit hin. So. Geht aber auch gut was rein. Weil der ist schon fast voll, glaube ich. Ach, 72%. Das sollte eigentlich für das kleine Feld auch reichen. Dann fahren wir erstmal los. So. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel zu tun. Und ich nehme wirklich eine Menge Sachen an. Es ist der Wahnsinn. Wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich die Ernte hinbekommen. Also erstmal, dass wir überhaupt in den Erntereifstatus kommen und vor allen Dingen, dass wir die Ernte voll mitnehmen. Düngentechnisch sollte alles geklappt haben. Das sollte alles super sein. Aber, ja, Unkraut. Das macht mir noch ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. So, kommt aber erstmal der gute Kalk hier drauf. Das sieht wirklich gut aus. Okay, perfekt. So, dann werden wir definitiv noch ein bisschen Mischfutter vorbereiten. Und dann können wir den erstmal, den Mischfutterwagen erstmal wieder zum Herrn Bosbach schaffen. Denn da will ich das mal nicht zu lange herausfordern. Die Miete, weil nicht, dass der uns dann auch noch krumm kommt. Das wäre wirklich sehr, sehr ärgerlich. Der war nämlich beim Grillfest, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich fand schon ein bisschen. Holla. Zum Grillfest schon ein bisschen. Ja. Uns nicht jetzt bestgelaunt gestimmt. Ich weiß nicht so richtig, warum, wieso, weshalb, was er da vorhatte. Warum er auf einmal so komisch war. Ich hoffe, er sieht in uns nicht wirklich auch einen Konkurrenten. Das wäre natürlich. Also das kann ich nicht so ganz. Das könnte ich auch nicht so ganz verstehen, muss ich ehrlich sagen. Wenn er da wirklich noch einen Konkurrenten sehen würde. Aber gut, natürlich ist es richtig. Ich meine, er hat Kühe, er hat wahrscheinlich hier das Sagen, was die Kühe betrifft und alles. Und hat sich da was Langes, Großes aufgebaut. Und da will ich ihn ja um Gottes Willen gar nicht reinfuchteln. Also. Überhaupt nicht. Naja. Wir schauen einfach mal. Wird schon werden. Wird schon werden. So. Perfekt. Gut. Kalk haben wir schon mal fertig. Dünger brauchen wir jetzt auch aktuell nicht. Deswegen würde ich den vielleicht mal hier wieder abstellen. Ist aber auch riesig. Dieser Amazon-Streuer. So. Okay. Perfekt. So, lassen wir den einmal hier stehen. Unseren kleinen Fan können wir erstmal in die Garage schaffen. Und ich überlege, ob ich mir ein bisschen Mischfutter einfach auf Tasche lege. Wir könnten vielleicht in das eine Silo, was wir noch haben, könnten wir vielleicht ein bisschen Mischfutter schon mal parat legen. Aber wir schaffen erstmal den Rest zu den Kühen rein. Die sollten definitiv, das sollte noch ein bisschen Kapazität sein. Ja, selbst zu 8 Kühe muss man schon sagen. Selbst 8 Kühe sind schon nicht wenig. Also das ist, die brauchen schon auch ihre Ration. Das ist einfach zu. Also manchmal verstehe ich es nicht. So. Okay. So, jetzt aber. So, dann streuen wir das hier noch schön sauber ein. Yeah. Für Emma, Frieda, Carolina, Jeanette, Chantal. Claudia, Manuela und so weiter und so fort. Oh, da geht sogar noch was rein. Ja, das ist ja perfekt. So, dann schnabulieren wir uns erstmal ein bisschen Silage.
So, erstmal ein bisschen Silage und dann noch ein bisschen Stroh und Heu dazu. Dann passt das auf jeden Fall. Wahnsinn, ey. Wahnsinn, was man hier alles zu tun hat. Ich bin auch echt am Überlegen, ob ich beim Bürgermeister wegen dieser alten Mühle anfrage. Das reizt mich irgendwie. Ich meine, ich muss mal schauen, was ich alles bräuchte, um da unten wirklich in die Produktion einzusteigen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, diese alte Mühle hat so ein einfach, die hat halt einfach so einen Charme und so einen Anreiz, dass es sich wirklich lohnen würde, die wieder in Betrieb zu nehmen. Oh no! Sandbär, wo sollen die hin? Hast du die beiden eingesammelt? Ja. Was hast du jetzt drauf? Alles Heu? Ein Strohballen ist dabei. Können wir gleich in den Futtermischer schmeißen. Fahr mal ein Stückchen vor und dann können wir direkt in den Futtermischer rein. So. Die euren Ballen hier wegkommen. Gut, perfekt. So. Ups. Ja, das hat nicht ganz funktioniert, glaube ich. Aber du kannst, wenn du willst, auf den LKW klettern und ich fahre daneben. Aber nicht runterfallen. Ich glaube, ich habe ihn schon drin. Der eine ist drin, ja. Aber Heu muss ja auch rein. Ja. Von her. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr Stroh. So. Okay. Ono, schmeiß rein, das gute Zeugs. So, noch ein. Ja, da kann der geht noch mehr, der geht noch mehr. Schmeiß rein, die Dinger. Alle rein. Naja, alle werden es nicht werden, aber. Jawohl. Sehr gut. Ruhig noch ein. Lecker, schmatziges Mischfutter. Das werden die Kühe mögen. Das werden sie auf jeden Fall mögen. So, warte mal. Das reicht, glaube ich, erstmal. Bleib mal dort. Ich komme gleich wieder. Vielleicht brauche ich doch noch einen. Ja. So, dann packen wir es hier mal mit dem Stroh ganz kurz noch an. Okay. Was hattest du denn mit dem im Feld vor? Mit wem? Mit dem Gras. Silage oder? Was er jetzt gerade mäht? Ja. Das ist eine gute Frage. Das Beste wäre, wenn man die zu folierten Ballen pressen würde. Dann hätten wir gleich fertige Silage. Aber ich glaube, wir werden es einfach einfahren. Wir müssen mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie viel Heuballen. Wir werden wahrscheinlich nochmal die Hälfte Heu, die Hälfte Silage machen. Ja, alles klar. Weil oder ein Viertel Heu und Dreiviertel Silage. Das wäre vielleicht besser. Weil es sind noch einige Heuballen auf Tasche. Aber Heu brauchst du ja mehr, oder? Wie bitte? Mischung in der Ration. Heu brauchst du ja mehr in der Ration, oder? Ja. So, jetzt ist voll auf jeden Fall. Wie ist die Ration? Ration ist gut. Ja, also wie gesagt, aber wir haben halt einige Heuballen noch eingelagert im Lager. Ach so. Oh no, ja. Deswegen. Ja. Aber wir können auch halb-halb machen, da haben wir auf Tasche und gut ist. Alles klar. Perfekt. Dann würde ich nämlich gleich die Hälfte wieder wenden. So machen wir das. Perfekt, das ist super. Alles klar, jo. So. Also das Körflein hier. Die hat es mir auf jeden Fall angetan. Die Kurve. So, jetzt aber. Mal ganz kurz hier auf Display schauen. Wie viel haben wir denn schon? Ach du grüne Neune. Hier geht ja Unmengen rein. Das ist ja der Wahnsinn. Für ein paar so eine Kühe. Das ist ja irre. Okay. Da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen. Wenn wir den jetzt wieder abgeben. So ein Futtermischwagen ist halt unglaublich teuer, aber halt auch sehr, sehr wertvoll. So, wir werden jetzt das gute Stück einfach erstmal zurückfahren. Das gute Stück einfach mal zurückfahren zum Herrn Bosbach. Ich will ja wirklich nicht überstrapazieren, dass wir da keinen Ärger bekommen. Nicht, dass der uns dann
irgendwie noch blöder kommt oder so. Bei dem werden wir auf jeden Fall nochmal brauchen. Was ich aber auch mitbekriegt habe, dass der Herr Ellmann halt eben auch Kühe hat. Vielleicht können wir auch mit dem ein bisschen... Uff. Vielleicht können wir uns mit dem auch ein bisschen... absprechen. Oh, ich sagte hier... Okay. Mal ganz kurz. Pingelpäuschen hier. Wow. Da ging aber auf einmal ab jetzt. Aller Vater hier. Alter Vater. So, wir geben einfach ein bisschen Gas jetzt. Ich sehe am Rückspiegel. Ich sehe am Rückspiegel der Lanzel. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass der Lanzel beim Bierfest nicht dabei war. Das hat mich sehr gewundert. Weil das ja auch alles so ein bisschen im bayerischen Stil und im bayerischen Motto war. Und der Lanzel hat gefehlt. Also das war schon eine kuriose Sache. Da wollte ich ihn auf jeden Fall mal fragen. Aber nicht, dass er mir das dann rumnimmt oder so. Muss ja echt aufpassen hier mit allem, was du sagst. So, perfekt. Sind wir gleich da. Sehr schön. Vielleicht können wir sogar hinten rum. Auf dem Rückweg, wow. Ach, wisst ihr was? Ich rufe jetzt erstmal ganz kurz den Eduard an. So. Das ist, glaube ich, richtig. So. Hallo. Eduard? Ja, hier ist der Landbär, Cheve. Hör ich mal, ich habe ein Riesenproblem. Ach, du hast immer noch Probleme. Naja, du weißt ja, wie es ist, wenn man neu ist und alles und hier in den Kinderschuhen noch steckt. Bei mir wächst... Das weiß nicht, ich wollte ja schon seit über 70 Jahren. Ja, nee, hast ja recht. Pass auf, Folgendes. Und zwar, bei mir wachsen ganz viele bunte Pflanzen auf dem Feld. Und ich glaube, die sollten nicht unbedingt mit der Ernte dazugehören. Also manch einer sagt dazu Unkraut. Ja, genau. Also bei mir ist reichlich Unkraut auf dem Feld, leider. Und ich habe ein kleines Problem. Ich habe keine Möglichkeit, das wegzubekommen. Ich habe die Technik dafür einfach noch nicht. Hast du bei dir auf dem Hof vielleicht irgendwas rumstehen? Ein Striegel oder irgendwas zum Spritzen? Oder so? Habe ich schon was da stehen. Ist eine ganz putzige Kombination, aber mir gefällt's. Okay, pass auf, ich muss das mal ganz kurz auflegen. Der Herr Busbach ist hier. Ich komme bei dir vorbei, okay? Ich bin gleich da. Alles klar. Eduard, Kuss, du bist der Beste. Dankeschön. Also Schweinerei mag ich nicht. Nicht mehr, gell? Na gut. Dann bis dann, ne? Auf Wiederhören. Tschüss. So, jetzt Herr Busbach. Herr Schewe. Ich habe Ihnen Ihren wunderschönen Futtermischwagen wiedergebracht. Wird auch langsamer Zeit. Ja, aber ich muss sagen, der macht grandiose Arbeit. Das ist ein ganz tolles Gerät. Das freut mich, dass Sie Ihren Spaß daran hatten. Ja, ich habe zwei Mischungen gemacht, zweimal komplett voll gemacht, das gute Stück und alles. Und ja, die Kühe sind bestens versorgt. Ich weiß ja nicht, ob Sie vielleicht auch noch mal vielleicht den einen oder anderen Tipp für mich hätten, wie man vielleicht das Mischverhältnis für die Kühe und alles. Ich habe da jetzt ein bisschen rumprobiert. Ich denke, es ist ganz gut geworden, aber Sie kennen sich ja aus. Sie sind ja Fachmann mit so vielen Kühen. Herr Schewe, das habe ich mir gedacht. Da reicht man Ihnen mal den kleinen Finger und Sie wollen wieder die ganze Hand. Na. Also... Ich habe Ihnen den jetzt gemietet. Ich habe gedacht, Sie brauchen den 2-3 Stunden, aber dass da jetzt ein ganzer Tag draus wird, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Also. Oh, das, Herr Busbach, Herr Schäfe, das. Ja. Ich habe selber Kühe, die müssen auch versorgt werden. Ich musste denen jetzt erstmal ein Heuballen bringen, damit die versorgt sind. Was denken Sie sich denn eigentlich? Herr Busbach, das war jetzt keine böse Absicht. Ich weiß, ich habe ein bisschen länger gebraucht, wie geplant war und. Hab da jetzt auch wirklich, wo ich fertig war, direkt sauber gemacht, hab den zu Ihnen gefahren. Das war keine böse Absicht, Herr Busbach. Das ja, also Herr Schewe, so geht, also wenn Sie hier mit den Leuten gut klarkommen wollen, dann können Sie nicht immer einfach so die Sachen mitnehmen und tagelang benutzen und dann
verläuft das hier im Sand. Also. Nein, das ist ja auch gar nicht meine Absicht, Herr Busbach. Das tut mir auch wirklich leid. Aber, wisst ihr, Herr Busbach, ich wäre von jedem hier in der Stadt, wäre ich hier irgendwo, naja, von jedem nicht, aber es ist schon, ich habe manchmal das Gefühl, dass auch neue hier in Ellerbach gar nicht erwünscht sind. Also, da können Sie gerne mal den Damien fragen. Also, mit dem komme ich super klar. Der hat sich meine Palettengabel geliehen, bupp, war die wieder da. Das ging ratzfatz. Also, ich habe nichts gegen neue, nur dann müssen die mir auch entgegenkommen. Das ist ein Geben und Nehmen hier und nicht einfach nur immer ein Nehmen, Herr Schewe. Nein, so einer bin ich auch gar nicht. Ich bin ja gar keiner, der nur nimmt und alles. Den Eindruck machen Sie jetzt aber nicht. Das wissen Sie gar nicht. Sie haben mich ja noch gar nicht richtig kennengelernt, Herr Busbach. Also, ich habe eine gute Menschenkenntnis, Herr Schewe, und Sie wollen immer nur erst mein Futterrezept, dann bringen Sie hier das den so lange nicht zurück. Also, wissen Sie, was ich glaube, Herr Busbach? Ja, wissen Sie, was ich glaube? Dass Sie den Gräuel auf mich haben, Herr Busbach. Sie haben einen Gräuel auf mich, weil ich auch Kühe auf meinem Hof habe. Ja, weil ich diesen alten Hof übernommen habe, weil ich da einen großen Kuhstall habe und weil ich jetzt auch die ersten Kühe habe. Ich glaube, das haben Sie mir nicht zugetraut. Und weil Sie selber, ich glaube, Sie wollen hier einfach, dass man, und weil, wissen Sie, was ich noch glaube? Ich glaube, ja. Deswegen tun Sie mich nämlich auch ausspitzeln. Ich habe nämlich, wo ich das letzte Mal bei Ihnen rausgefahren bin, habe ich nämlich den schwarzen Pickup bei Ihnen in der Privatgarage gesehen. Und das ist genau der schwarze Pickup, der sieht jedenfalls haargenau so aus, wie der, der bei mir die ganze Zeit oben am Hof rumgeschlichen ist und sogar hinter meinem Lager sich versteckt hatte. Was mache ich? Ich spitzel Sie aus? Herr Schewe, so langsam glaube ich aber wirklich, da läuft nicht alles ganz rund, ja, unter dieser Käppi da. Ist das Ihr schwarzer Pickup oder ist es nicht? Das ist nicht mein schwarzer Pickup, so ein Pickup. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe einen Gast hier, ich habe eine Ferienwohnung und das ist das Auto von dem Herrn Bucher, der bei mir wohnt. Der freut sich hier gerade am Pool, Sie können ihn gerne fragen. Also, Herr Schewe, ja, jetzt kommen Sie aber mal. Also, ich, so viel Zeit habe ich gar nicht, dass ich Sie bespitzeln könnte. Also, ja, ich weiß es doch nicht. Ich will ja auch nichts falsch in die Welt setzen, aber. Hallo? Ja, guten Tag. Ja, hallo. Sie sind der Herr Bucher? Ja. Ah, okay. Sie sind ja als Feriengast. Ja, da stehen. Ah, den mal schöne Ellerbach aus der Schweiz angucken. Also, Sie sind der Schweizer, oder? Wenn ich das jetzt so richtig vermute. Ja, das stimmt. Ah, okay. Ja, Warum fragen Sie? Dann gehört der schwarze Pickup wahrscheinlich Ihnen, ne? Der da in der Garage. Der schwarze, ja, der hier in der Garage steht. Ja, das ist meine, warum? Wenn Sie den kaufen, oder Sie können ihn gerne kaufen, schauen Sie mal. Nee, ich... Der wunderschön schwarz, ja. Wie neu. Sie sind bestimmt auch nicht... Der würde passen zu Ihnen. Ja, okay, ich nehme an, Sie sind auch hier angekommen, seitdem steht er wahrscheinlich hier in der Garage. Ja, Einfach mal zu mir kaufen, aber sonst brauche ich ihn eigentlich nicht. Nee, alles, Herr Bucher, alles gut, um Gottes Willen. Ist ein schönes Auto, sieht sehr gepflegt aus. Peinlich gerade. Ja, aber Sie könnten ihn gerne kaufen. Also, ich brauche ihn eh nicht viel und ich kaufe mir jetzt einen neuen wahrscheinlich. Also, nee, wenn Sie Interesse haben, ich kann da mal einsteigen und eine Runde fahren mit dem. Nee, also, ich hatte selber so einen nur in einer Farbe. Ich kann Ihnen den Herrn Eduard Berbillig empfehlen, wenn Sie verkaufen wollen. Der macht eigentlich ganz gute und faire Preise. Herr Busbach ist mir jetzt gerade ein bisschen peinlich. Herr Schewe, sehen Sie jetzt mal ein, dass hier ein Geben und Nehmen ist und nicht immer nur ein Nehmen. Sie können auch mal den Leuten entgegenkommen und nicht irgendwelche wahllosen Behauptungen aufstellen. Ich kann also zum Beispiel mit dem Pickup kaufen. Ich möchte den Pickup nicht kaufen, Herr Bucher. Mir reicht schon, dass er Ihnen gehört. Herr Busbach, entschuldigen Sie einfach. Ich würde Ihnen anbieten, wenn Sie irgendwas brauchen oder irgendwie, wenn ich Ihnen helfen kann, wenn es vielleicht auch irgendwie mit meiner Person ist, also als Arbeiter, wenn Sie da mal Unterstützung brauchen, rufen Sie mich einfach an. Es tut mir leid, dass ich Sie da jetzt hier falsch verdächtigt habe. Ja, Herr Schäbel, wir werden sehen. Ja, okay, ich werde mich erstmal vom Acker für den Futtermischwagen. Wie viel bekommen Sie denn? Machen wir 500 und dann ist die Sache gegessen. Ja, danke schön, das ist sehr nett. Das wäre eigentlich der Preis für 2 Stunden gewesen und nicht für den ganzen Tag, aber. Herr Busbach, Entschuldigung nochmal und ich bin weg.
Schönen Tag noch. Ihnen auch, danke. Das war jetzt wirklich nicht gerade der Burner. Jetzt haben wir den Herrn Bosbach natürlich hier völlig zu Unrecht verdächtigt. Okay. Fremdschämen und ganz schnell verschwinden. Okay, das müssen wir vielleicht irgendwie wieder gut machen. Da muss ich mal schauen. Vielleicht kann ich mir da was einfallen lassen, um den Herrn Bosbach da wieder etwas zu besänftigen. Und ja, wieder fröhlich mir zu gesinnen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt für den Herrn Bosbach, was wir denen Gutes tun könnten. Und lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss.